Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Ja, wir sind hier jetzt gerade. Kann ich irgendwie... Ah, okay, C gedrückt halten, kann ich so drehen. Ja, wir haben jetzt ein dädrisches Schild und ein dädrisches Schwert. Und Orkstiefel, Orkhelm und Orkrüstung. So, ich bin irgendwie stolz drauf, dass wir das jetzt haben. So, hatten ja in der letzten Folge ein weiteres Oblivion-Tor geschlossen. Schenke zum schlechten Omen. Hier haben wir ja die eine Quest. Da haben wir noch ein Oblivion-Tor. Aber den lassen wir jetzt mal. Und wir haben jetzt, glaube ich, insgesamt 2 Siegelsteine. In der nächsten Stadt will ich aber jetzt mal die Sachen verkaufen und die anderen Sachen reparieren, die wir haben. So, aber das Tor lassen wir mal in Ruhe, in Frieden erstmal. Ich frage mich, wie viele Tore es insgesamt gibt und ob sich das eine Tor hier irgendwann wieder öffnen wird. Es wäre schön, wenn irgendwie stehen würde, dass man es abgeschlossen hätte oder sowas. Die Dungeons. Da hinten war ein Irrlicht. Ich will mal ausprobieren, ob wir den bekämpfen können mit dem Schwert. So, das müsste jetzt hier irgendwie auftauchen. Ja. Sind Glühstaub. Vollfett. Wir sind mit dem Schwert in der Lage, alles kaputt zu hauen. Hier, der Dritt ist auch das Mächtigste, was man hier haben kann, glaube ich. Ich glaube, erst in Skyrim war das, was ein bisschen mächtiger wäre. Halt, die Drachenknochen-Sachen. Ich bin aber auch gespannt, wie jetzt wirklich Elder Scrolls 6 dann sein wird. Und ich hoffe, ich hoffe wirklich eigentlich bei Elder Scrolls 6, dass die hier einige Mechaniken aus den alten Teilen wieder integrieren. Oder zurückholen. Wie zum Beispiel das mit diesen, dass man die Sachen reparieren muss und so weiter. Mir gefällt das persönlich. Dass die sich abnutzen. Ist zwar nervig, ist ein bisschen nervig. Aber trotzdem, ich würde es feiern, wenn die sich abnutzen würden und so. Dass man die auch reparieren muss. Oder dass man hier noch einen Zauber haben kann, so wie das hier jetzt gerade, was ich zeigen wollte. Dass man immer irgendwie einen Zauber parat hat. Und was ich auch schon oft mitbekommen habe, auch vom Armemus und sowas, dass dieses Spellcrafting, was ich bisher jetzt glaube ich noch gar nicht genutzt habe, noch absolut nicht, das hat auch irgendwie wieder eingeführt wird. Aber ich hoffe auch wirklich, dass Elder Scrolls 6 eine neue Region jetzt nimmt.
Also so irgendwie eins der südlichen Länder. Sowas wie Schwarzmarsch, Somerset, Wallenwood. Also Wallenwald meine ich. Oder auch elsewhere. Denn im Norden haben wir ja schon alles im Grunde gehabt. So. Denn, obwohl in Daggerfall, das war ja auch nicht wirklich hier, Hammerfell und, Hochfels. Entschuldigung, hatte jetzt einen Moment gebraucht, um auf den Namen zu kommen. Da waren ja nur gewisse Bereiche von. Und so richtig 3D, so richtig schön wie hier, war es ja auch noch nicht. Du? Oder wer? Ja. So, das nehmen wir mit. Bogen der Betäubung. Zwergenpfeile nehmen wir mal mit. Wir müssen mal Sachen einlagern. Dietriche nehmen wir mit. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich finde die Kaiserstadt auch richtig hübsch eigentlich. Aber was Elder Scrolls 6 angeht, da heißt es aber auch jetzt erstmal einfach abwarten, bis es da ist. Und was dann da passiert. Vor allem auch, ich hatte das ja auch letztens gesagt in einer der Folgen, dass ich dann nach Skyrim erstmal von Elder Scrolls eine Pause mache, bevor ich dann mit Elder Scrolls Online weitermache und mich erstmal auf andere Spiele fokussiere. Gesagt. Ich habe gehört, die Handschuhe des Kreuzritters seien aus der Kapelle in Koroll verschwunden. Das kann nicht sein. Keine Frage. Denkt ihr, das Schicksal von Quatsch könnte sich hier wiederholen? Ohne Zweifel. Lebt wohl. Gruß euch. Also ich habe da noch ein Wort mitzureden, was was die Oblivion-Tore angeht. Also obwohl das Finale findet ja hier in der Kaiserstadt statt. Ja, in der Kaiserstadt statt. Das ist mir bewusst, dass das hier irgendwie stattfindet. Ist ja auch der Hauptsitz des gesamten Kontinents von Tamriel. Was ich auch mega finde, ist diese ganzen verschiedenen Mysterien, die es hier eigentlich auch gibt. So. Ganz großes hat halt mit den Dwemern dieses Mysterium. Seid gegrüßt, guter Bürger. Wie kann ich euch behilflich sein? Ihr braucht mir nicht zu helfen, danke. Ja, halt mit den Dwemern ist das am bekanntesten momentan. Aber das mit den Eladen ist auch, finde ich, sehr faszinierend. Das kam jetzt eigentlich nur in Oblivion vor, oder? Seid gegrüßt, Ritter. Oder gab's noch einen Elder Scrolls Teil, so, wo das mit den Eladen mehr thematisch war, abgesehen jetzt von Elder Scrolls 4 hier und online? Warte mal, sind wir, Elfengartenbezirk? Hier, Marktbezirk, genau, da wollte ich hin. Also,
Also ich meine jetzt von einem Spin-Off oder sowas. Denn die Eladen kam jetzt wirklich, glaube ich, nur in Online oder im Elder Scrolls 4 vor. So, göttliche Eleganz, da war Klamotten, oder? Was? Handeln. Ich würde euch mit Vergnügen neu einkleiden. So. Die hat jetzt nichts außer die Dinger hier. Okay. Beehrt uns bald wieder? Mach ich. Keine Sorge. Schönen Tag. Mystic Emporium. Wo haben wir so einen Allgemeinhändler? Hi. Wer hat wen gesucht? Benzins, good as new merchandise. Okay. Drei Brüder Handelswaren. Hier können wir doch alles verkaufen, oder? Nun, ihr seht aus wie jemand, der uns helfen könnte. Wir haben Schwierigkeiten mit einem anderen Händler in der Stadt. Sein Name ist Toronir. Ich habe die besten Waren zu den kleinsten Preisen in Cyrodiil. So, Axt der Gefahr. Dann möchte ich das hier verkaufen. Der ist nur noch 10 wert. Das ist ein gutes Angebot. Das Schwert kann weg. Daran habt ihr viel Gold verdient. So. Den verkaufen wir. Das verkaufen wir. Ein exzellentes Geschäft. Die Harada darfst du haben. So, den. Das klingt. Das war's. Hat der Hammer. Reparaturhammer. Wohl 15 machen wir. Das ist ein gutes und noch ein zufriedener Kunde. So, und was ist mit Toronir? Jensin ist die Dame, mit der ihr über Toronir sprechen solltet. Okay. Auf Wiedersehen. So, Hammer. Erstmal all. Oder warte. Okay, wir haben tausende Schlüssel. Abstammender Siegelstein oder Latenter Siegelstein. Wiegen jeweils 1 Kilo. Magische Gegenstände kann ich nicht reparieren, okay. Um magische Gegenstände zu reparieren, muss man mindestens Waffenschmied-Geselle sein. Welche Stufe bin ich, was Waffenschmied angeht? Lehrling. Okay, das dauert noch ein bisschen. Geselle ist, glaube ich, ab 50, oder? Genau, ab Stufe 50. So, hier bin ich schon Experte. Und wenn wir 100% haben, sind wir wahrscheinlich schon Meister. Denn also, kann ich euch behilflich sein? Ja, du darfst die Resten hier Seht euch nur haben. Um. Billigere Preise findet ihr in ganz Tamriel nicht. So, du darfst den Rest wieder haben. Beehrt uns bald wieder. Danke. Auf Wiedersehen. War mir ein Vergnügen, mit euch zu sprechen. So, Ich habe die besten Waren zu den kleinsten Preisen in Cyrodiil.
Der hat auch nochmal 20. Wiedersehen. Wo ist denn der dritte Bruder? Das heißt auch drei Brüder. Und mit ihr sollten wir wegen Dings Gibt reden? Es Neuigkeiten zu dieser Aufgabe, über die wir sprachen? Achso, mit ihr hatten wir schon. Nochmals danke für eure Hilfe. Okay, machen wir mal. Aktivieren wir mal die Quest. Aber ich glaube, ich gehe erst einmal komplett auf die andere Seite der Stadt. Was ist? Wenn ich etwas über schwere Muster wissen müsste. Und leg mich mal pennen, weil wir wollen ja auch unsere Punkte mal investieren. Wieder. Stimmt, mit Okato wollten wir auch nochmal quatschen. Respektiert den Kaiserpalast und sprecht leise. Darf ich hier rein? Bitte respektiert den Kaiserpalast und sprecht leise. Ich würde gerne mal zu Okato mal hingehen. Alle Besucher des Kaiserpalasts werden gebeten, leise zu sprechen. Und Okato will halt ein neuer Kaiser werden? Hieß es irgendwie? Wer ist denn das? Alle Besucher des Kaisers. Übles treibt sich umher, Bürger, und ich habe wenig Zeit für Geschwätz. Was gibt es? Okato? Kanzler Okato empfängt keine Besucher. Die Kammer des Ältestenrates ist während der Notlage für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Was sucht ihr? Wo sind die Gilden? Erzählt mir von den Grenzsteinen. Wo sind die Dienste? Wo kann ich schlafen? Ne, alles gut. Ich kann nicht beenden. Die Herberge zum Kaufmann im Marktviertel, König und Königin im Elfengartenbezirk, Tiber Septim im Talosplatzbezirk und Allerheiligen im Tempelbezirk. Außerdem wäre da noch die Herberge zum aufgetriebenen Floß im Hafenviertel. Aber das ist keine schöne Gegend. Okay, danke schön. Haltet euch in Sicherheit, Bürger. Dies sind finstere Zeiten. Überlebe ich's, wenn ich hier runterspringe? Ja? Hey! Entschuldigt, aber das Kaiserreich führt sich nicht von alleine, wisst ihr? Gebt bei der üblichen Abteilung eine Beschwerde ein. Ich bin sicher, dass sich jemand darum kümmern wird. Ich hab's überlebt, hier runterzukommen. Komme ich auch wieder raus? Lord Kanzler Okato. Er war doch eigentlich vorher er ist doch der Kampfmagier, oder nicht? Ich habe jetzt aber auch echt nicht damit gerechnet, dass wir das überleben. Kommen wir hier raus? Gibt es einen Schlüssel hierfür? Und mit ihm kann ich auch nicht mehr reden, oder? Entschuldigt, aber das Kaiserreich führt sich nicht von alleine, wisst ihr? Gebt bei der üblichen Abteilung eine Beschwerde ein. Ich bin sicher, dass sich jemand darum kümmern wird. Wir laden das vorherige Spiel, den vorherigen Spielstand. So, wo ist der Ausgang? Da kommen wir raus.
Haben wir aber auch mal zumindest mit Okato gesprochen, auch wenn das... Noch eins weiter, müssen wir da hinten. Ich finde es aber auch interessant, dass das stand ja alles eigentlich von Eladen ab. Dass die daraus eigentlich eher so eine Art Turm gebaut haben. Experte im Nahkampf kann einen heftigen Rückwärtsangriff machen. So. Und da es ja jetzt gerade dunkel wird, können wir einmal kurz schlafen gehen und dann uns um die Quest da kümmern, was die Händler angeht. Ach du meine Güte. Ohne Zweifel. Habt ihr schon von Quatsch gehört? Holla, holde Herrin vom Megas. Holla, holde. So. 7 Uhr? Komm, 12 Stunden. Komm, mir juckt die Nase gerade. So, okay, nur 2 überall. In Konstitution packen wir mal rein. In Stärke. Und in Schnelligkeit. Wieder mal. Grüße. Glaubt ihr den Erzählungen, nach denen sich überall Oblivion-Tore auftun? Ich frage mich, wie das mit den Oblivion-Toren in den anderen Provinzen ist. Bitte gebt reichlich, edler Herr. Er ist ein Märchen. Die kaiserliche Wache tut so, als gäbe es einen Diebeskönig mit dem Namen Graufuchs, der alle Diebe in Cyrodiil kontrolliert. Das ist natürlich nur eine Erfindung, damit sie einen Grund haben, uns weiter zu unterdrücken. Möge Mystara euch segnen. Wer ist jetzt Mystara? Mystara habe ich noch nie gehört. So, aber suchen wir jetzt mal. Seid gegrüßt, guter Bürger. Wie kann ich euch behelfen? Machen wir jetzt mal das mit, die Händlerquest hier. Also helfen wir den Händlern da, damit die zurechtkommen. Was ist? Der Weißkultur vor. Ja, okay. Ich finde es doof, dass man hier nicht zu Ende lesen darf. Das hier? Der fruchtbare Münzbeutel. Koronier. Was kann ich heute für euch tun? Inventar. Was soll mit meinem Inventar sein? Ich kann sagen, sehr. Was auch immer sehr heißen soll.
Woher bekommt man es? Nun ja, das wäre ein Geschäftsgeheimnis. Ich kann euch wohl kaum verraten, wie ich diese immense Ersparnis an euch weitergeben kann, oder? So wie ein Bäcker seine besten Rezepte nicht preisgibt, so muss auch ich die Anonymität meiner Quellen wahren. Oder jeder Händler in der Stadt würde sofort darauf zurückgreifen. Lasst es euch genügen, dass sie sehr zuverlässig und sehr günstig sind. So geht ihr mit einem vollen Münzbeutel hinaus. Questak lösiert unfreundlicher Mitbewohner. Was hat er denn? Wir verkaufen nur vom Besten. Was darf ich euch anbieten? Also, der hat bis jetzt nicht wirklich irgendwas, was mich interessiert, außer Reparaturhämmer. Kann ich ihm irgendwas andrehen? Ich muss die Pfeile mal irgendwie loswerden, also einlagern. Und den hier mal wegbringen. Abliefern. Apropos, nicht hier war das. So, wenn jemand Minotaurenhörner oder Ogerzähne für sie finden könnte, würde sie dafür bezahlen. Lebt wohl. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Achso, ich muss da immer noch rein. Abermals willkommen. Jemand hat diese Handschuhe aus der Kapelle in Koroll entfernt. Ich frage mich, wie sie das bewerkstelligt haben. Ich habe die besten Preise der Stadt? Warum? Ich bin schlau. Ihr seid schlau. Wir kennen die richtigen Leute. Wir kriegen die besten Geschäfte. Geht nur. Das Gespräch mit Toruni hat nichts ergeben, da er offensichtlich etwas zu verbergen hat. Soll ich nach Geschäftsschluss ein Auge auf ihn haben? Lebt wohl. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, okay, dann machen wir das ein andermal. Dann machen wir stattdessen jetzt, den. So. Wo ist Margate? Zutaten, lebt, okay, Lervin. Hab Mitleid mit einem Alten. Gehen wir zurück nach Lervin und bringen ihr die. Das war die falsche Tür. So, okay, nach Westen. Habt ihr mal eine Münze? Also zwei Dinger da nach Westen. Wie kann ich euch behilflich sein? Sprecht. Seid gegrüßt, Ritter. Wer bist du denn? Antus Wannen, achso. Sprecht. Ich höre euch zu, Bürger. Kann ich euch helfen, Bürger? Graufuchs. Er ist nur ein Dieb. Es heißt, er sei der Kopf der Diebesgilde. Guter Witz. Könnt ihr euch einen Haufen Diebe vorstellen, die versuchen, eine Gilde zu gründen? Der Adel hasst ihn, aber die Bauern und Bettler lieben ihn, besonders im Hafenviertel. Geht was? Weiter. Was ist ihr das seht aus, als wärt ihr geschickt im Führen der Klinge. Was ist das für eine coole Rüstung? Jederzeit. Wie geht es euch heute? Ihr seid, hi. So. Ich war doch jetzt auch. Ich fand die Rüstung aber wirklich cool.
Talosplatz beziehe. Moment mal, wenn... Wenn in ein paar hundert Jahren in Elder Scrolls die Anbetung von Talos verboten ist, haben die den Talosplatzbezirk dann umbenannt, die Talmor? Gibt's das dann da noch, überhaupt noch? Übrigens, okay, hier können wir... Veränderung müssen wir noch irgendwie lernen und Zerstörung und Illusion. Die müssen wir irgendwie auch noch verbessern. Sobald wir die hier alle auf 100 haben und das hier. Wir hätten vielleicht eine komplett eigene Dings machen sollen. Eine eigene Klasse. Was Richtung Kampfmagier geht. Wir sind ja Kampfmagier. Oder? Sind wir Kampfmagier? Schwertmagier. Dass wir dann irgendwie auch anfangen, die anderen Skills da mal, also Veränderungen mal zu nutzen. So, aber jetzt erstmal wieder zurück nach Lea Wien. Und wer weiß, vielleicht finden wir noch einen Minotauren. Dann haben wir zwei Hörner. Und da würde ich auch gerne einfach mal rein. Ich würde trotzdem noch ein bisschen abwarten, bevor wir da reingehen. Es gibt ja noch einiges, was wir lernen wollen, also wo ich besser werden will. Hier fehlt uns nur noch ein Punkt. Ich würde vielleicht den bei 99 erstmal lassen eine Weile. Und schauen, dass wir vielleicht erstmal dann in andere Sachen investieren. Stimmt, Knieschoner haben wir ja noch von den Dingens. Warum chillen hier eigentlich immer Daedra? Irgendwas ist hier mit dieser Dingens, dass hier mal Daedra sind.
Und die beiden Dedras, Dedra-Fürsten, die irgendwie immer Probleme machen, sagen wir so, mit Tamriel, sind auch Merunes Dagon und Molag Bal. Was ist mit ihm? Warum ist er auch so schnell? Jetzt konnte ich nicht mehr hinterher. Hier war ja Merunes Dagon, der Tamriel quasi in seine Ebene reißen wollte. Und in Elder Scrolls Online war das halt Molag Bal. Und in Skyrim war es halt Alduin, der Weltenfresser, der auch irgendwie der Sohn von Akatosh sein sollte, der böse wurde. In Elder Scrolls Morrowind war das halt naja, da waren ja keine wirklichen Götter oder sowas. Also dies kein Dings. Ich dachte gerade, da wäre. Sprecht, solange die Zeit günstig ist. Ich dachte, das wäre ein Bandit oder so. Nein, Morrowind war das halt selbsternannte Götter. Ah ja, und halt Hyusine. Der den Blutmond da wieder herbeigerufen hatte. Moment. Okay, das ist noch der richtige Weg. Ihr habt gefunden ein Tor nach Oblivion. Ein Daggerfall, wenn man das jetzt nochmal zusammenfassen würde. Ich habe, da war es hauptsächlich eigentlich ja, dass es, ich rede gleich weiter, einen Moment. Ich glaube, daraus könnte man einen richtigen Meme machen, wie ich jedes Mal anfange, die Klappe zu halten oder meine Sätze zu unterbrechen, wenn diese Melodie erscheint. Das könnte ein richtig mieser Meme werden. So, aber um Daggerfall zusammenzufassen, da war ja eigentlich nur, da hatten ja die Götter nicht viel am Hut. Die waren zwar da irgendwie mal vorhanden, also schon vorhanden, aber eher so nebensächlich. Da war eher der Fokus halt das Numidium, das von den Dwemern war, von den Zwergen. Die auch wiederum keine richtigen Zwerge waren, sondern einfach nur gegen Riesen gekämpft hatten, so von Mythen her. Obwohl selbst das weiß man nicht, ob das stimmt, der Wahrheit entspricht. Aber von der Größe der Rüstung her würde das hinkommen. Thank you.
ja, da ging es auch darum, dass man halt mehr was über den Tod von Lysandus erfährt. Und den quasi aufdeckt. Und das war auch eine richtig krasse Intrige eigentlich. Meiner Meinung nach immer noch aus den Elder Scrolls Spielen, die ich bisher gespielt habe, die am besten geschriebene Story, weil man wirklich bis zum Ende nicht wusste, wer war jetzt wirklich für den Mord verantwortlich, was muss man machen, so, was haben die, wer lügt einen an, wer sagt einem die Wahrheit und so, weil man hat ja nicht von Anfang an die Wahrheit erfahren. Man wurde belogen halt. Man musste sich dann die Wahrheit selber irgendwie zusammenlinksen. Wer kommt da? Wer hat es hier auf Stress abgesehen? Stürzt euch in mein Schwert! Die nehmen wir mal mit. Aber wer ist das jetzt, der hier Stress will? Ist das ein Krabbe? Ich würde jetzt wirklich gern wissen, wer hier komisches Geräusch. Also ich würde jetzt wirklich gern wissen, wer hier Schläge will. Und ja, halt, Elder Scrolls Arena war ja halt so, dass Jagger Farn hier Uriel Septim in eine unbekannte Ebene von Oblivion teleportiert hat. Okay, jetzt ist vorbei. Keine Ahnung, woher die Kampfmusik herkam, wer schuld war. Da kommt aber jetzt jemand wieder, der Bock auf Stress hat. Und da kommt der nächste, der Stress will. Wahrscheinlich auch wieder einer. Ein Bandit oder so. Okay, der beschwört Geister. Was bist du denn für einer? So, die Dietrich nehmen wir mit. Genau, in Elder Scrolls Arena war ja so, dass der Kampfmagier Jagger Farn halt Uriel Septim in eine unbekannte Ebene von Oblivion verbannt hatte, um selber an den Thron zu kommen. Und damit auch die ganzen nachfolgenden Ereignisse von Elder Scrolls in Bewegung gebracht hatte. Denn wer weiß, was Uriel
dort in Oblivion alles gesehen hatte. Dass er dann ab da darum sich gekümmert hatte. Der hat wahrscheinlich gesehen gehabt, was passieren wird. Also, dass Merunes Dagon kommt. Und wahrscheinlich auch... Wahrscheinlich hat er auch gesehen gehabt, was er machen muss, um das zu verhindern. Und wenn man sich das mal ein bisschen weiter überlegt, denn wir haben ja jetzt in Elder Scrolls Online auch noch eine neue Daedra Fürstin bekommen, die quasi durch Hermaeus Mora und so in Vergessenheit geriet und wahrscheinlich auch wieder vergessen wird. Wahrscheinlich ist diese unbekannte Ebene von Letizia hier, oder wie die jetzt heißt, die Ebene. Und diese Letizia oder Alicia oder so ähnlich ist ja ein Feind von Merunes Dagon. Der hier die Invasion treibt. Der Antagonist von Elder Scrolls 4. Oh nein, die Musik. Okay, sobald wir in Leia Wien sind, müssen wir unsere Waffe reparieren. Der hat wahrscheinlich jetzt zu viel Schaden. 32%, ja, der muss repariert werden. Was passt? Können wir... Ne, das wollte ich nicht. Ich wollte hier... Waffenschmiede. Wartung von Waffen und Rüstung mit höchster Effizienz. Abgenutzte Waffen und Rüstung sind weniger effizient. Kann ich irgendwie dessen Zustand verbessern, dass sie gar nicht mehr so schnell abgenutzt werden? Ja, aber ich hab die Vermutung, diese neue Daedra-Fürstin aus Elder Scrolls Online, die Alicia oder Letizia oder wie die jetzt heißt. Was war das? Out. Okay, ich muss mich um den... Die halt dich einfach. Yo, schnell weg. Das überlebe ich nicht mehr. Vor allem die Waffe hält nicht mehr lange aus. Und da ist noch ein Irrlicht. Das ist jetzt gar nicht gut. Na, aber ich glaube mittlerweile hier, die Alicia wurde jetzt auch absichtlich so hinzugefügt, dass die als Feind von Merunes Dagon ist, damit man die Lore hier, ernsthaft, jetzt greift er mich auch noch so an. Jetzt habe ich ein dickes Problem. Wo ist die Straße? Ich bin vom Weg abgekommen, na super.
Na, aber ich glaube, Alicia oder Letizia, muss nochmal schauen, wie die jetzt wirklich heißt. Wurde hinzugefügt, um die Lore irgendwie wieder schlüssig zu machen mit Jagafarn. Welche Ebene war denn das? Die unbekannte Ebene von Oblivion. Kämpft ihr bitte mal gegen den da hinter mir? Sterbt schon, verdammt! Kämpft ihr mal gegeneinander, bitte. Meine Waffen halten nicht mehr lange aus. Das Irrlicht ist aber auch gerade viel zu schnell. Nein, das war jetzt so nicht mit Absicht. Das Irrlicht ist aber jetzt weg, oder? Hat er das Irrlicht besiegt? Oh nein. Ich habe gefunden, Unterströmungshöhle. Unterströmungshöhle? Viel Spaß mit dem Irrlicht da hinten gleich. Stelle 5 Reiter haben wir erreicht, wenigstens das. Und schon wieder dunkel. So, welchen Wert haben wir jetzt eigentlich minus jetzt bekommen? Hier Intelligenz und Willenskraft wieder mal. Gehen wir dann vielleicht erstmal in die Kapelle. Beten, Ründchen. So. Prolog, euer Glaube hat eure Gebrechen von euch genommen. So. Dann gehen wir mal erst nach Hause. Wo war denn das? Wo war zu Hause? Ich glaube da hinten. Oder? Da hinten. Aber echt, die anderen haben immer so schöne Häuser und wir haben dann sowas. So, 9 Uhr. Schlafen wir mal bis 7 Uhr. Halb 8.
So, Quest. Margate sagte mir, dass sie eine Anfängerin der Alchemiekunst sei und deshalb die Gegend oft nach Zutaten bestellt. Wenn jemand Minotaurenhörner oder Orazhenner für sie finden könnte, würde sie dafür bezahlen. Margate, wo finden wir Margate nochmal? War die nicht hier? Magiergilde? So die richtige Richtung? Da hinten? Habt ihr mal eine Münze? Nein, wenn jemand Schlawiner heißt, dann eher nee. War hier nicht eine Person, die Margate hieß? Seid gegrüßt, Gelehrter. Endlich mal gute Nachrichten aus Quatsch. Die letzten Daedra wurden vertrieben. Schön. Hurra! Seht euch vor. Auch ihr. Solltet ihr nicht auf dem Weg zur Kaiserstadt sein? Hat die für eine Auftrag gehabt? Wo könnte der Magier gehen? Rosentia lässt euch ihren Dank dafür ausrichten, dass ihr sie von diesen verfluchten kleinen Biestern befreit habt. Oh, es geht noch weiter hoch. Wo war Margate? Wer war Margate? Es ist schön, euch wiederzusehen. Ich glaube, hier finden wir Margate nicht. Egal, dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.